Erlösung und Erneuerung. Titus 3, Verse 4 bis 7. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Als Christen sind wir mit einer außergewöhnlichen, einmaligen himmlischen und gewaltigen Segnung bedacht und verändert worden. Diese ist und bleibt für uns in der Welt vor Gott und uns selbst nachhaltig und ewig von größter Bedeutung. Es ist die Reinigung und Erneuerung durch den Heiligen Geist des allmächtigen Gottes. Machen wir uns klar, dass es nicht um den äußeren Menschen geht, der für ein Leben aus Gott nicht funktioniert. Wir sind auch so ein Mensch, bei dem vieles so nicht funktioniert, natürlicherweise. Aber es gibt in uns auch einen unsichtbaren seelischen und geistlichen Menschen. Das ist der eigentliche Mensch. Der wird so oder so überleben, wenn die Hülle längst nicht mehr da ist und wir gestorben sind. Als gläubige Menschen sollen wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf das Fleisch, sondern auf den Geist richten. Das ist unser täglicher Kampf. Der Grund ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. 1. Korinther 15, 50. Gott ist Geist und nur so können wir ihm auch begegnen. Johannes 4, 24. Im Geist und in der Wahrheit. Dennoch sollen wir Vernunft, Besonnenheit und eine gewisse Selbstbeherrschung mit dem Teil unseres Menschseins verbinden und damit umgehen, in dem wir noch stecken und der Träger des Heiligen Geistes ist. 1. Korinther 6, 19 heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Damit wir das nun aber nicht in den falschen Hals bekommen, sondern in der Kraft Gottes ein positives und zeugnishaftes Leben leben können, sagte Paulus dem Titus und auch uns, dass wir nicht nur von unseren Sünden erlöst sind durch das Blut Jesu, sondern als glaubende Menschen auch gleichzeitig erneuert wurden durch reichliche Ausgießung des Heiligen Geistes, wie gelesen, Titus 3,6. Allein Gottes Geist ist die Kraft, die hinter jeder wahren Veränderung in unserem Leben steht. Das ist auch jenes, was die Bibel als eine neue Kreatur bezeichnet. 2. Korinther 5, 17. Es ist der Heilige Geist in uns, der uns in dieser Welt anders sein lässt, in der Kraft des Auferstandenen. Und es ist vernünftig, dass auch niemals zu vergessen oder gering zu achten, solange wir auf der Erde leben. Unser Fleisch und die Welt sind alles andere als besonnen und auch unsere Seele ist unersättlich und entsprechend einmal oben und auch schnell wieder unten. Zu Tode betrübt und himmelhoch jauchzend. Die vielen täglichen Eindrücke und Erlebnisse können wir ohne Hilfe des Heiligen Geistes nicht so verarbeiten, sehen und verstehen, dass sie uns in der Nachfolge helfen und innerlich stark machen. Gott ist es, der aus uns Leute machen will, die in seinen guten Geboten wandeln, seine Rechte halten und danach tun. Hesekiel 36, Verse 25 bis 27. Gott will es tun. Nicht meine fromme Disziplin, meine äußerlichen Anstrengungen oder mein guter Wille. Es geschieht allein durch den Heiligen Geist in den Gläubigen, also auch in dir. Darum sollten wir auch stets beten. Herr, wirke du jetzt in mir nach deinem Willen durch den Heiligen Geist. Das ist es, was neu ist und Erneuerung ausmacht und sowohl im Großen wie im Kleinen echte und dauerhafte Veränderungen ermöglicht.
Es ist mehr, als wenn wir sagen, dass Gott mit uns ist, denn Gott ist in uns durch seinen Geist, den er als Unterpfand der Erlösung in uns wohnen lässt. 2. Korinther 5,5. Sicherlich geht Gott mit uns mit und ist bei uns, aber nicht als Rucksack oder als Metapher, sondern lebendig und inwendig durch den Geist des ewigen Lebens. Epheser 2,22. Er ist unser Tröster, unser Berater, unser Erinnerer und Freund und unser Heiler. Das bedeutet konkret eine neue innere Reinheit, neue außerweltliche Kraft und eine Empfänglichkeit für Gottes Willen und seine Wege mit uns und auch sein Reden. Eine Neugeburt ist Veränderung vom Sünder zum Kind Gottes und eine Erneuerung in Lebenskraft aus Schwachheit zur Stärke. Mit dieser Kraft können und sollen wir aus Gott heraus mit guten Werken Jesus nachfolgen, der unser Erlöser und Bruder ist. Sowohl Erlösung als auch Erneuerung hat uns Gottes Gnade, seine Liebe und Erwählung geschenkt. Nicht wir meistern das Leben, sondern Gott in uns tut es. Seine Treue und Freundlichkeit bringt uns zum Ziel. In Psalm 103, Verse 1 und 2 heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott segne euch.